geht durch Niesafir. Die Feuerwehren aus Waghäusel und Kronau wurden heute Montagnachmittag um 14:30 Uhr auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt alarmiert. Kurz vor dem Kreuz Walldorf kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der rechten Fahrspur. Beteiligt waren hier 2 Sattelzüge und 2 Pkw. Nach ersten Erkenntnissen bzw. Polizeiermittlungen hat der hintere Sattelzug vermutlich das Stauende übersehen. Das heißt, der vordere Sattelzug konnte noch rechtzeitig bremsen hier am Stauende beim Rückstau zur A6. Auch die 2 PKWs konnten bremsen, allerdings der zweite Sattelzug nicht mehr und fuhr dann mehr oder weniger ungebremst ins Stauende. Hierbei hatte er die 2 PKW so massiv in den vorderen Sattelzug aufgeschoben, dass diese total zerquetscht und als PKWs nicht mehr zu erkennbar sind. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden sie den Einsatzkräften sowie von der Feuerwehr, Rettungsdienst als auch Polizei ein massives Trümmerfeld, ein verheerendes Trümmerfeld. Es waren in den Fahrzeugen mehrere Personen eingeklemmt. In einem Pkw hat sich recht herausgestellt, im hinteren Pkw war ein junges Mädchen, eine Jugendliche noch am Leben. Diese wurde dann mit Priorität aus dem Fahrzeug befreit, währenddessen Notarzt sich betreut und kam damit schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen in dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Alle weiteren Fahrzeuginsassen sind verstorben. Wir haben derzeit nach aktuellem Stand hier 4 Todesopfer. Das heißt, in dem hinteren Pkw war eine Familie, von denen 3 Insassen verstorben sind und eine Person, eine Jugendliche konnte lebendig gerettet werden, und in dem vorderen Pkw war mindestens eine Person, welche leider auch verstorben ist. Die Pkw waren so massiv zusammengedrückt, dass die Bergung hier einige Zeit angedauert hat, noch einige Zeit andauern wird. Aufgrund dessen, dass der vordere Pkw massiv nach oben gedrückt und unter den Sattelzug geschoben wurde, können wir hier nicht genau sagen, ob noch ein Beifahrer oder sogar weitere Fahrer im hinteren Bereich des Fahrzeuges gesessen sind. Die Einsatzkräfte von der Feuerwehr sind hier mit 30 Einsatzkräften von Waghäusel und Kronau im Einsatz. Der Rettungsdienst ist mit mehreren Rettungswagen hier vor Ort gewesen, mit Notärzten, einem Rettungshubschrauber, dem organisatorischen Leiter sowie einem leitenden Notarzt. Die Polizei ist hier mit unzähligen Streifenwagen vor Ort. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt und wird dies auch noch einige Stunden bleiben. Die linke Spur wird man hier eventuell freigeben können, demnach wie dann die Bergungsarbeiten hier verlaufen. In dem vorderen Sattelzug, das ist so ein Silo-Sattelzug, der hat Gülle oder ähnliches geladen. Das ist ja auch ausgetreten in erheblicher Menge, wir konnten das Loch dann aber stopfen, sodass wir hier das Austreten verhindern konnten im weiteren Verlauf. Wir haben hier 4 Einsatznachsorgeteams im Einsatz für die Einsatzkräfte hier vor Ort, aber auch für die beteiligten Zeugen und unfallbeteiligten Lkw-Fahrer auch. Des Weiteren haben wir einen enormen Rückstau, eine relativ schlecht gebildete Rettungsgasse im vorderen Bereich links, im hinteren Bereich für die anfahrenden Kräfte, also im Stauende quasi zu diesem Verkehrsunfall, war die Rettungsgasse sehr schlecht gebildet, teilweise LKWs auf allen 3 Spuren. Hier kann man nur nochmal den Appell an alle Autofahrer, wie schon die letzten Monate es oft gegeben hat, sagen, bildet eine Rettungsgasse, wenn sich der Verkehr staut. Die Rettungsgasse ist zu bilden, indem die linken Fahrzeuge auf der linken Spur nach links fahren und alle anderen einfach nach rechts, sodass dann die Gasse frei wird, auch wenn sich der Verkehr staut und nicht erst, wenn das Einsatzfahrzeug hinten dran steht. Des Weiteren haben wir hier ein großes Problem mit Gaffern auf der Gegenfahrspur auch. Hier gab es einen Gafferunfall gleich zu Beginn auf der Gegenfahrspur, als der Rettungshubschrauber landete, und sehr viele Handyfilme auch. Ansonsten werden die Einsatzkräfte jetzt noch die Leichen bergen und dann hier die Unfallstelle nach und nach räumen. Die Bergung wird aber noch, wie gesagt, mehrere Stunden andauern.